Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um ein geklärtes Tötungsdelikt an einer 16-jährigen Schülerin aus Großbritannien. Der Mord an Leanne Tiernan war ein aufsehenerregender englischer Kindermord an einer 16-jährigen Schülerin, die am 26. November 2000 auf dem Rückweg von einem Weihnachtseinkauf in Leeds, West Yorkshire, weniger als eine Meile von ihrem Zuhause entfernt, entführt und anschließend ermordet wurde. Die daraufhin eingeleitete Vermisstenuntersuchung war eine der größten in der Geschichte der Polizei von West Yorkshire. Sie umfasste die Durchsuchung von rund 1750 Gebäuden, die Unterwasserdurchsuchung von 32 Entwässerungsschächten, die Trockenlegung eines 2 Meter langen Abschnitts eines Kanals und die Einstellung der Hausmüllabfuhr. Leannes Leiche wurde am 20. August 2001 in einem dichten Waldstück entdeckt, das nur 50 Meter von einem belebten Parkplatz in Lidley Woods bei Audley an der Grenze zwischen North und West Yorkshire entfernt lag. Nach der Entdeckung ihrer Leiche wurden DNA-Proben von 200 Personen entnommen, darunter Familienangehörige, Freunde und bekannte Sexualstraftäter, die in der Gegend lebten. Die gerichtsmedizinischen Beweise führen die Polizei zu ihrem Mörder, John Taylor, der nur 1300 Meter von Tiernans Haus entfernt wohnte. Am 8. Juli 2002 bekannte sich Taylor vor dem Leeds Crown Court ihrer Entführung und Ermordung schuldig und wurde zu 2-mal lebenslänglicher Haft verurteilt, wobei ihm der Richter mitteilte, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen müsse. Am Ende seines Prozesses sprachen die Polizeibeamten, die ihn vor Gericht brachten, von ihrer Überzeugung, dass er für andere ungelöste Morde verantwortlich sein könnte, darunter den Mord an Yvonne Fitt, einer Sexarbeiterin aus Bradford, im Jahr 1992. Ich möchte auf diesen Fall jetzt hier in diesem Video nicht weiter eingehen, weil dieses Video eh schon ziemlich lang sein wird. Ich muss mal gucken, wie viel Informationen es zu diesem Fall von der Yvonne Fitt gibt und dann eventuell eben noch ein kleines Zusatzvideo dazu machen. Am 3. April 2003 bekannte sich Taylor nach einer polizeilichen Untersuchung ungelöster sexueller Übergriffe in der Gegend schuldig, 2 getrennte Vergewaltigungen vor der Ermordung des Schulmädchens begangen zu haben und wurde zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe mit einer empfohlenen Mindeststrafe von 30 Jahren verurteilt. Infolge der Untersuchung des Tiernan-Mordes nahm die Polizei mindestens 10 weitere Ermittlungen in ungeklärten Mordfällen wieder auf. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Leanne Tiernan wurde am 27. September 1984 geboren und wurde am 26. November 2000 ermordet. Sie war eine Schülerin der West Leeds High School und wurde zuletzt an diesem 26. November 2000 um 16.50 Uhr lebend gesehen, als sie und ihre Freundin, die 15-jährige Sarah Whitehouse, nach einem Einkaufsbummel in der Innenstadt von Leeds mit dem Bus nach Bramley zurückkehrten. Die Mädchen trennten sich in der Holly Lane und Whitehouse sah sie zuletzt, als sie einen unbeleuchteten Weg durch ein bewaldetes Ödland namens Howley Gill entlang ging. Als Sarah Whitehouse zu Hause ankam, rief sie bei Leanne zu Hause an und stellte überrascht fest, dass sie nicht da war. Um 17.20 Uhr rief Leannes Mutter ihr Mobiltelefon an, um sich zu erkundigen, wo sie sich denn aufhielt. Aber das Telefon klingelte eine Zeit lang und wurde dann abgeschaltet. Als sie erneut anrief, wurde es nach 4-mal im Klingeln abgeschaltet. Und um 19 Uhr rief die Mutter bei der Polizei an und meldete ihre Tochter als vermisst. Die Polizei leitete sofort eine Vermisstenuntersuchung unter der Leitung von Detective Superintendent Chris Gregg ein und suchte die Gegend ab, in der Leanne zuletzt gesehen worden war, fand jedoch keine Spur von ihr. Im Laufe der Ermittlungen entwickelte sich die Suche zu einer der größten, die die Polizei von West Yorkshire je durchgeführt hatte und an der bis zu 200 Beamte
und Hunderte von Freiwilligen beteiligt waren. Mehr als 1400 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt und 800 Häuser entlang ihres wahrscheinlichen Weges von der Polizei als rote Route bezeichnet. Ebenso wurden 800 Schuppen, Garagen und Nebengebäude sowie 150 Geschäftsräume in einem Radius von einer halben Meile um Hawkley Hill durchsucht. Von 140 Männern, die von der Polizei im Zusammenhang mit den Ermittlungen befragt wurden, wurden DNA-Proben entnommen und 12 Durchsuchungsbefehle an verschiedenen Adressen in Leeds vollstreckt. Die Unterwassersucheinheit der Polizei von West Yorkshire durchsuchte einen 3 Meter langen Abschnitt des Leeds-Liverpool-Kanals zwischen der Spring Garden-Schleuse und den Bramley Falls, von denen 2 Meilen bis zu einer Tiefe von 1 Meter trockengelegt wurden. Die Einheit durchsuchte außerdem 32 Kanalschächte in dem Gebiet und Yorkshire Water wurde hinzugezogen, um stillgelegte und verlassene Kanäle und Brunnen zu lokalisieren. Die Hausmüllabfuhr wurde vorübergehend unterbrochen, damit die Polizei alle Mülltonnen in der Gegend nach Beweisen durchsuchen konnte. Die Ermittlungen wurden auch von British Waterways, der British Transport Police, der Luftaufklärungsabteilung des Verteidigungsministeriums, dem Calder Valley Search und Rescue Team, Interpol und dem Police National Search Center, einer gemeinsamen Ausbildungseinrichtung von Polizei und Militär, unterstützt. Am 3. Dezember 2000 rekonstruierte die Polizei die letzten Schritte der Mädchen, die von Sarah Whitehouse und Leanns älterer Schwester Michelle nachgestellt wurden, in der Hoffnung, dass sich potenzielle Zeugen von Leanns Bewegungen oder an Leanns Bewegungen erinnern würden. Die Ermittler schickten auch Textnachrichten an Leanns Handy, das inzwischen ausgeschaltet war, aber am 27. November 2000 kurzfristig aktiviert worden war. Ein örtlicher Geschäftsmann setzte eine Belohnung von 10.000 Pfund für Informationen aus, die zu ihrer sicheren Rückkehr führten. Und die Supermarktkette Iceland druckte ihr Bild und ihre Daten auf Milchtüten, die in ihren Filialen landesweit verkauft wurden. Es gab unbestätigte Berichte über Sichtungen bis nach Doncaster und Blackpool. Aber nach 9 Monaten gab es noch keine positiven Sichtungen. Leanns Freund, der 19-jährige Pflegehelfer Wayne Keeley, bat sie inständig, sich zu melden. Am 4. Dezember 2000 veröffentlichte die Polizei ein E-Fit-Gesichtsbild eines Mannes, der kurz vor Leanns Verschwinden in der Gegend von Holy Jill beim Gassigehen mit einem Hund gesehen worden war. Er wurde wie folgt beschrieben: 5 Fuß, 8 Zoll groß und von stämmiger Statur mit einem runden, rötlichen Gesicht, das möglicherweise vernarbt ist. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine 3/4 lange wasserdichte Jacke und schmutzige Jeans. Am 20. August 2001 wurde Leanns Leiche dann von Mark Bisson gefunden, der mit seinen beiden Hunden in Lindley Woods, North Yorkshire, spazieren ging. 100 Meter von der Stelle entfernt, an der 1992 ein anderes Mordopfer, eben Yvonne Fitt, vergraben worden war. Leanne wurde am 22. August 2001 anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert und der Department Superintendent Greg gab bekannt, dass die Untersuchungen nun zu einer Mordermittlung mit dem Codenamen Operation Confifer geworden seien. Leanns Leiche war in 9 grüne, mit Schnur befestigte Plastiksäcke eingewickelt worden, wobei ein schwarzer Müllsack mit einem ledernen Hundehalsband um ihren Kopf befestigt und dann in einen Bettbezug mit Blumenmuster gelegt worden war. Leanns LEC-Mantel und schwarze Stiefel wurden nicht gefunden. Mit Kabelbindern aus Kunststoff war sie stranguliert worden und mit weiteren Kabelbindern waren ihre Hände gefesselt worden. Außerdem war ein dunkler Schal um ihren Hals gewickelt. Ihr Haar war noch immer mit demselben Band und denselben Haarspangen zu einem Pferdeschwanz gebunden, den sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hatte. Der Verwesungszustand von Leanns Leiche veranlasste einige Gerichtsmediziner zu der Annahme, dass sie nach ihrem Tod bis einige Wochen vor ihrem Auffinden der Leiche in einem Kühlhaus oder einer Gefriertruhe aufbewahrt waren. Teils, um nicht entdeckt zu werden,
teils als Trophäe. Ein Kryobiologie-Experte wurde hinzugezogen, um die Mikrostruktur von Lians Herzgewebe zu untersuchen und kam zu dem Schluss, dass die Leiche unter Berücksichtigung der Lufttemperaturen in den Monaten zwischen ihrem Verschwinden und dem Auffinden der Leiche einige Zeit lang eingefroren gewesen sein könnte. Die Polizei rief alle Personen, die sich in letzter Zeit in Lindley Woods aufgehalten haben könnten oder Informationen über andere Personen haben, die sich regelmäßig in diesem Gebiet aufhielten, dazu auf, sich zu melden und die Polizei zu kontaktieren. John Taylor, der am 27. August 1956 in Leeds, West Riding of Yorkshire, geboren wurde, war Paketzusteller bei Parcel Force und wohnte in der gleichen Wohnsiedlung wie Leanne, nur eine Meile von dem Ort entfernt, an dem sie zuletzt lebend gesehen wurde. Er war in der Gegend als Haustiermann bekannt, da er eine Reihe von Hunden und Frettchen hielt und Tierfutter verkaufte. Außerdem war er als Wilderer bekannt. Seine einzige Vorstrafe war der Diebstahl eines Anzugs, als er 15 Jahre alt war. Und er wurde von seinen Nachbarn als vertrauenswürdig und normal angesehen. Nach ihrem Aufruf zu Informationen wurde Taylors Name der Polizei getrennt von zwei ehemaligen Freundinnen von Taylor genannt, die ihn über Kontaktanzeigen kennengelernt hatten. Und beide sagten, dass er in ihrer Begleitung an den Wäldern vorbeigefahren sei und damit geprahlt habe, dort regelmäßig zu wildern. Als die Polizei begann, gründliche Nachforschungen über Taylors Hintergrund anzustellen, entdeckte sie, dass er häufig Kontaktanzeigen für einsame Herzen schaltete. Anhand seiner Telefonaufzeichnungen identifizierten sie die Frauen, die er auf diese Weise kontaktiert hatte, und begann sie zu befragen. Eine Frau, die mit Taylor ausgegangen war, gab an, Taylor habe ihr erzählt, er fessle Frauen gerne und sperre sie in einen Schrank. Eine andere sagte, Taylor habe ihr erzählt, dass er ein Fetisch für Fesseln, Peitschen und Krawatten habe und dass er ihre Tochter mit Kabelbindern fesseln und damit ihr GV haben wolle. Eine frühere Freundin, die kurzzeitig mit Taylor zusammengelebt hatte, erzählte der Polizei, dass sie während ihrer Beziehung oft mit ihm in Lindley Woods gewesen sei und dass sie schließlich die Beziehung zu ihm wegen seines Fesselfetisches und des Gefühls, vergewaltigt zu werden, beendet habe. Als sie von der Polizei gebeten wurde, zu beschreiben, wie Taylor sie fesseln würde, beschrieb sie seine Praxis, ihr jeweils einen Plastikkabelbinder um die Handgelenke zu legen und dann ihre Hände mit einem dritten Kabelbinder auf dem Rücken zu verbinden. Genauso wie Leanne gefunden worden war. Sie sagte auch, dass Taylor ein Bündel von Kabelbindern in einer Schublade neben seinem Bett aufbewahrte. Zwei andere Frauen sagten ebenfalls, dass Taylor beim Sex gerne Fesseln anlegte und ihre Brüste und Hände mit Kabelbindern fesselte. Forensische Beweise, die Taylor mit Leanne in Verbindung brachten. Das lederne Hundehalsband, das an Leannes Leiche gefunden wurde, wurde von einer in Nottingham ansässigen Firma hergestellt, die es an 220 verschiedene Großhändler verkaufte. Detective Constable David Wilson setzte sich mit jeder dieser Firmen in Verbindung, um sie zu fragen, ob sie Aufzeichnungen über Verkäufe an Personen in der Region Leeds hätten. Das 112. kontaktierte Unternehmen war ein in Liverpool ansässiger Versandhändler namens Pat's Pyjamas, der bestätigte, dass er drei Verkäufe in der Region getätigt hatte und eine Liste an DC Wilson mailte. Taylors Name war einer der Kunden und dieser Name wurde sofort als sein Name markiert, der zuvor aufgrund des Aufrufs von Detective Superintendent Greg angegeben worden war. Wissenschaftler des Forensic Science Service untersuchten den Schal, der Leanne um den Hals gebunden worden war, und fanden ein Haar, das sich in dem Knoten verfangen hatte und nicht zu ihr gehörte. Der Forensic Science Service, also FSS, war nicht in der Lage, mit herkömmlichen DNA-Tests ein DNA-Profil aus der Haarwurzel zu extrahieren und führte daher einen mitochondrialen DNA-Test im Haarschaft durch. Dieser gab ein DNA-Profil,
das mit dem von Taylor übereinstimmte. Taylor, der nach der Scheidung von seiner Frau im Jahr 1996 alleine lebte, wurde am 16. Oktober 2001 wegen Mordverdachts verhaftet. Die Polizei riegelte sofort sein Haus und seine Gärten sowie ein Stück Brachland hinter dem Grundstück ab. Anschließend wurden die Gärten ausgehoben und das Grundstück, darunter drei große Gefriertruhen, 10 Tage lang gründlich untersucht. Bei seiner Vernehmung durch die Polizei gab Taylor schließlich zu, Leanne entführt zu haben. Er erklärte, er habe Holly Gill seit vielen Jahren nicht mehr besucht, sei aber zufällig an dem Nachmittag dort gewesen, an dem Leanne verschwand. Er sagte, sie sei an ihm vorbeigegangen und er habe sie von hinten gepackt, ihre Hände mit einer Hundeleine auf dem Rücken gefesselt, ihren Kopf mit seiner Jacke bedeckt und sie gezwungen, zu seinem Haus im nahegelegenen Cockshot Drive zu gehen. Danach habe er sie in sein Schlafzimmer und auf das Bett gezwungen, wo sie während eines Kampfes vom Bett gefallen sei und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sei. Er sagte, er habe sie dann an dem Schal um ihren Hals hochgehoben, woraufhin sie gestorben sei, und behauptete, ihr Tod sei ein Unfall gewesen. Er sagte weiterhin, er sei in Panik geraten und habe ihre Leiche im Lindley Woods versteckt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft behaupteten, er habe ihr im Schlafzimmer mit einem Kabel die Hände auf dem Rücken gefesselt, um eine Vergewaltigung vorzubereiten, und dann einen Kabelbinder als zusätzliches Material benutzte, um sie zu ermorden, als ihre Augenbinde verrutschte und sie sein Gesicht sah. Auf die Frage, warum er Leanne entführt habe, antwortete er, ich habe keine Ahnung. Als die Polizei seine Version, die Leiche kurz nach dem Mord nach Lindley Woods gebracht zu haben, in Frage stellte, behauptete er, er habe die Leiche zunächst in seinem Garten unter Paletten versteckt und sie dann in seinem Sofa aufbewahrt. Am 15. Februar 2002 erschien Taylor vom Mr. Justice Pool am Leeds Crown Court und bekannte sich der Entführung von Leanne Tiernan schuldig. Er wurde nicht aufgefordert, sich zum Mordvorwurf zu äußern, da eine separate Anhörung in Newton noch ausstand, und wurde in Untersuchungshaft genommen. Am 8. Juli, dem ersten Verhandlungstag, bekannte er sich des Mordes an Leanne Tiernan für schuldig. Am selben Tag wurde er verurteilt, und Richter Estelle sagte bei der Urteilsverkündung, nach dem Tod dieses Mädchens durch ihre Hand wollten sie sich mit einem Mädchen ähnlichen Alters sexuell vergnügen. Das zeigte nicht nur, wie gefährlich sie sind, sondern auch, dass es ihnen an Reue mangelt. Sie war nicht zufällig zu diesem Zweck in dieser Gegend. Sie handelten nicht aus einem Impuls heraus, sondern wählten einen abgelegenen Ort und ein verletzliches junges Mädchen, das für ihre Zwecke geeignet war. Das war so kalt und berechnend, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie sind ein gefährlicher sexueller Sadist. Mit der Entführung dieses jungen Mädchens wollten sie ihre perversen Gelüste befriedigen. Das Leid, das sie ihr zugefügt haben, und das Leid, das sie weiterhin denen zufügen, die sie geliebt haben, ist einfach unermesslich. Sie müssen damit rechnen, den Rest ihres Lebens in Haft zu verbringen. Taylor wurde zu der obligatorischen lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, und der Richter teilte ihm mit, dass er eben damit rechnen müsste, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Seine Strafe wurde jedoch später von Lord Wolfe, dem damaligen Vorsitzenden des obersten Richters von England und Wales, auf mindestens 20 Jahre festgesetzt, was bedeutet, dass Taylor nicht zu den Gefangenen gehört, denen eine lebenslange Haftstrafe auferlegt wurde und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie jemals freigelassen werden. Bis November 2002 war der Innenminister für die Entscheidung zuständig, wann oder ob ein lebenslänglich Verurteilter für eine Bewährung in Frage kommt. Aber eine rechtliche Anfechtung durch einen anderen verurteilten Mörder führte dazu, dass die Justiz die volle Verantwortung für diese Entscheidung erhielt. Am Ende des Prozesses verkündete Hauptkommissar Gregg, wir glauben nicht, dass dies das erste schwere Verbrechen ist, das er begangen hat. Wir sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie dieser Mord geplant war und wie er die Leiche versteckte und entsorgt hat, kalkuliert war.
Wir können nicht ausschließen, dass er schon früher getötet hat. Da die Polizei nun über Taylors DNA-Profil verfügte, konnte sie andere ungelöste Sexualdelikte in der Gegend überprüfen, bei denen noch forensische Beweise für die DNA-Extraktion zur Verfügung standen. Zwei Vergewaltigungen stachen besonders hervor, da sie beide in dem Anwesen begangen worden waren, in dem Taylor lebte. Der erste fand am 18. Oktober 1988 statt, als eine 32-jährige Frau überfallen wurde, als sie über Holy Gill ging, um ihre Kinder von der Schule abzuholen. Taylor, der eine Maske trug und mit einem Messer bewaffnet war, zwang sie zum Oralsex und vergewaltigte sie anschließend. Die zweite Vergewaltigung fand am 1. März 1989 statt, als Taylor, ebenfalls maskiert und mit einem Messer bewaffnet, mitten am Tag in die Wohnung einer 21-jährigen Frau einbrach. Er zwang sie ins Schlafzimmer, wo er sie entkleidete, ihr die Augen verband und einen Knebel anlegte und sie dann zum Oralsex zwang, bevor er sie vergewaltigte. Ihr kleines Kind war zu diesem Zeitpunkt im Haus anwesend. Taylor wurde im Oktober 2002 formell erneut verhaftet und wegen Vergewaltigung angeklagt. Obwohl Taylor sich zunächst weigerte, mit der Polizei zu kooperieren, waren die DNA-Beweise erdrückend. Und er bekannte sich schließlich am 4. Februar 2003 vor dem Leeds Crown Court bei der Vergewaltigung für schuldig. Richter Norman Jones QC, der Recorder von Leeds, verurteilte ihn zu zweimal lebenslänglicher Haft und wendete die Bestimmung über die vorzeitige Entlassung ausdrücklich nicht an. Detective Superintendent Gregg sagte: "Wir sind immer noch besorgt, dass es andere Opfer und Familien geben könnte, die von Taylors Taten betroffen sind", und erklärte, dass eine Diamantenkette, die bei seiner Verhaftung 2001 in seinem Auto gefunden wurde, möglicherweise einem anderen Opfer gehörte, da man immer noch nicht herausfinden konnte, woher sie kam und wem sie gehörte. Es ist bekannt, dass Taylor durch das ganze Land reiste, um sich mit Frauen zu treffen, die er über Kontaktanzeigen und bei seiner Arbeit als Paketzusteller kennengelernt hatte. Und nach der Aufklärung der beiden Vergewaltigungsfälle wies die Polizei seine Behauptung zurück, der Mord an Leanne sei ein Einzelfall gewesen. Und er sei mit seinem Hund spazieren gegangen und einfach ausgerastet. Sie behaupteten, dass Taylor seit 20 Jahren ein Seriensexualstraftäter gewesen sein könnte. Taylor hat die Beteiligung an anderen Straftaten bestritten. Am 26. Oktober 2018 wurde er jedoch wegen einer Reihe weiterer Vergewaltigungen und sexueller Übergriffe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Rahmen des Criminal Justice Act 2003 wurde Taylors Strafe für den Mord an Leanne vom High Court of Justice im Hinblick auf die Mindeststrafe überprüft, die vor einer Bewährung zu verbüßen ist. Am 19. Dezember 2006 setzte Richter Oppenshaw die Mindeststrafe auf 30 Jahre fest. In seinem Urteil erklärte er: "Ich bin bestrebt, dass dieses Urteil nicht missverstanden oder falsch wiedergegeben wird. Das Urteil ist und bleibt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Angeklagte kann nicht einmal für seine Entlassung wegen dieses Mordes in Betracht gezogen werden, bevor er nicht mindestens 30 Jahre verbüßt hat. Das heißt aber nicht, dass er dann freigelassen wird. Denn die lebenslange Freiheitsstrafe, die wegen der Vergewaltigung verhängt wurde, bleibt in Kraft. Außerdem wird der Angeklagte so lange in Haft gehalten, bis der Bewährungsausschuss zu der Überzeugung gelangt ist, dass er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt." Viele Gefangene, und John Taylor ist sicherlich einer von ihnen, werden noch viele Jahre nach Ablauf ihrer Strafe inhaftiert. Und es könnte sogar sein, dass er ein solches Risiko darstellt, dass er niemals sicher entlassen werden kann. Aber das müssen andere zu gegebener Zeit entscheiden. Ich bin nur darauf bedacht, dass niemand denkt, ich würde vorschlagen, ihn in 30 Jahren freizulassen. Denn das tue ich ganz sicher nicht. John Taylor ist aktuell im HM Prison Wakefield inhaftiert. So, das war der Fall. Ich hoffe, euch interessieren auch auf diesem Kanal Fälle, die schon gelöst sind. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich hier nur ungelöste Fälle. Also die Entscheidung liegt dann schon irgendwo bei euch.
Gut, das war's dann mit dem Video. Zu spekulieren gibt es hier nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.